Moin, ihr Baggerluten. Neue Folge, neues Glück. So, wir wollten gucken, ob wir die looten können und wir können die looten. Wunderschön. Müssen wir gucken, was wir davon gebrauchen können und was nicht. Wo ist denn jetzt meine Pistolenmunition? Aber hatte ich die aufgebraucht? Komplett? Nee, ne? Mal gucken. Standardgewehrmun bräuchten wir. Standardgewehrmunition wäre richtig super. So, letzte Folge wurde hier von... Oder... Chilma! Letzte Folge wurde hier von unserer Fliegerin, die wir da mal gerettet hatten. Yay. Wurden gerade die Ärzte, Doktoren und auch Megan, welche die Leiterin irgendwie so halb ist, egal, gerettet, exfiltriert, also quasi rausgeschafft. Und wir sollen uns um was anderes kümmern. Es geht ja... Eieiei. Es geht hier schon ein bisschen ab und ich bin zu groß dafür und laufe dagegen. Ach, da dachte ich mir gerade, Mensch, Knoop, gehst du mal zu deinen Fischis, ne? Ich habe ja Fischis. Und wollte die füttern. Da sehe ich, dass ich das gar nicht mehr musste, weil die das eine Fischweibchen schon halbwegs geknaspelt hatten. Vor 3 Stunden war das noch quietschfidel. Keine Ahnung. Schade sowas. Immer ganz schade. Also es ist jedes Mal ein bisschen traurig. Also ich weiß nicht. Also meine Familie ist echt so eine Fischliebhaberfamilie. Also mal ganz ab davon, dass, ne, hier Mutter auch irgendwie mehrfach hier Schleswig-Holstein-Meisterin war über dem Verein und was nicht noch im Angeln, ne? Und wir regelmäßig, also ich weiß nicht, damals in meiner Kindheit, 2-mal die Woche mindestens Fisch hatten, aber selbst Gefangenen auch quasi und alles Mögliche von Hochsee, Dorsch etc. pp. Und alles Mögliche. Da soll ich rein? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Knopf. Automatiksysteme online. Dero-Sequenz 1, Code 1, 1A, vorkonfiguriert und bereit für Aktivierung. Suborbitale Flugbahn berechnet. Ziel Panchaya. Countdown starten, Mr. Darrow. Denke, Countdown ja. Starten. Code 0, 0, 0. Bestätige 0. Countdown gestartet. Dann rein da. Naja, Fischfamilie halt groß geworden. Ich weiß nicht, ob das so reinpasst hier in die Szene. Aber egal, reden wir über Fische. Und, naja, und meine Schwester hatte selber da irgendwie, da wo sie zuletzt wurde, einen Riesenteich und irgendwie 1-2 fette Aquarien. Meine Mutter und ihr Mann haben irgendwie... Bereit machen für Start. Elektrodynamische Startsequenz wird initialisiert. Jo, sieh mal zu da. Oh, das schien ganz schön schwer zu sein. Ja, und so wie wir da durchflutschen, habe ich gerade den toten Fisch das Klo runtergespült. Yay! Blui! Auf zum Boot! Zum Boot! Beginne Landeanflug. Wie? Schon wieder landen? Wir sind gerade erst da. Was soll denn das? Boah, das ist ein kleiner blöder Suborbitalflug eben mal. Wir müssen mit mindestens, weiß ich nicht, 20-facher Schallgeschwindigkeit hochgeballert sein. Da haben wir auch schon Reibungseffekte gehabt. Aha, alles im Kerbal Space Program gelernt. Oh. Au. Au, das erinnert mich an Secret of Mana. Kanoni Reisebüro. Super. Naja, jedenfalls, Mutter und Mann haben auch irgendwie 4 Riesenaquarien oder große Aquarien und ein Riesenaquarium darunter und dann ein Teich. Und alle können sie mit Fischen Jensen. Umgehen und ich nicht! Jensen, hören Sie mich? Ja! Nicht schlecht. Ich bin in Panchaya, Pritchard. Was Neues von Sarif oder den UN-Delegierten? Nichts. Die Anlage wurde kurz nach Darrows Rede vollständig abgeriegelt. Ich kann nicht mal sagen, ob noch jemand lebt. Und das Signal wird immer noch gesendet. Das heißt, niemand ist sicher, bevor ich da nicht reingehe und es abschalte. Sie müssen erst die Abriegelung aufheben. Suchen Sie oben im Turm eine Zentralsteuerung. So, wollen wir erstmal gucken, wo wir hier sind und was hier so los ist, okay? Da vorne, oben im Turm eine Zentralsteuerung. Das wird hier der wahrscheinlich da irgendwo... Hä, war da irgendwie ein? Auf. Okay. Moment, aber das sind nicht... Nee, das ist was anderes. Ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Geil.
ja. 65 Folgen. Versuche ich da diese fucking Megan wieder zu finden. Kaum finde ich sie, jage ich sie in den Tod. Super. So, wo ist jetzt denn... Was sind die... Was denn da? Hier irgendwas da... Ah, guck mal. Was haben wir da? Pff, toll. Den nehme ich. Und wenn ihr noch irgendwie Munition hättet für Standardgewehr, wäre das ganz schön... Oh Gott. Hey, das hat geklappt. Das wäre ganz schön cool, wenn ihr so ein bisschen mehr Munition für Standardgewehr hättet. Da würde ich mich drüber freuen. Limp! Nee, Weapons. Ja! Ha, danke schön. Munitionskoffer. Ja! Mitnehmen. Sehr cool. Nehme ich die mit? Nee. Ich denke, das ist gut so. Vielleicht nochmal auf der anderen Seite gucken, ob da was war. Ja, da war ein Stein im Weg. Au. Scheiß die Wand. Oh Gott, jetzt kribbelt's in der Nase, jetzt müsste ich niesen. Nein, Bier. Neno. Beim Let's Playen immer super. Wenn man anfangen muss zu niesen. Ja, ihr hört es, ich habe immer noch meinen Schnupfen. Es ist auch immer noch die gleiche Aufnahmesession. Na? Wollen auch ein bisschen was schaffen. Ich möchte das Spiel echt durchspielen. Ich will wissen, wie es endet. Ich will wissen, was passiert. Ich will den ultimativen Bosskampf. Ich will. Ja, Kinder mit dem Willen kriegen was auf die Brillen. Das Thema hatten wir auch schon mal, ne? Könnten mich mal alle hart, die das sagen. Diese Aussage macht ja doch echt schon das Verständnis von ich will etwas kaputt bei Kindern. Natürlich dürfen sie was wollen. Und man darf auch sagen, ich will. Wenn ich wirklich etwas will, dann will ich das. Dann ist mir das nicht scheißegal. Ich möchte hier gerne irgendwo rein. Hallo? Oh. Nehme ich doch einfach mal den Weg da. Ja. Wäre ein Plan, hätte ich auch selber drauf kommen können. Hä? Was denn? Bin ich da jetzt schon unten rangesprungen? Okay. Na egal. Hat funktioniert. Hallo? Und sagen, kann ich den nicht mehr bewegen? Ich glaube, meine Augmentierungen sind wieder da, oder? Da habe ich noch Punkte? Nee, habe ich nicht. Dauert aber nicht mehr lange, dann geht das weiter. So, was sagt diese Ebene? Das war diese Ebene, genau. Noch eine Ebene ist nur da hinten, das. Ja, genau. Ja, das ist ja recht schnell und übersichtlich hier, würde ich jetzt mal behaupten. Beiden Räume und dann gehen wir mal nach rechts. Also eigentlich sollte mich das nicht mehr stören. Oder? Hahaha! Oh, 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 oh. Was war das? Ach so, okay, das stört mich trotzdem nicht. Es ist halt alles irgendwie nur ein bisschen super extrem hell. Ach, da muss ich einmal... Ah, okay. Ja, dann habe ich das gecheckt. Ja, gut. Oh, haben sie dich hier irgendwie überrascht? Was angehen? Ach, du hast hier wahrscheinlich auch die fucking Minen gelegt, du Opfer. Opfer. Oh. Mit euch sieht das auch nicht so gesund aus. Na? Was denn hier? Achso, ja, klar, okay. Die sind ein bisschen durchgedreht, aber. Ja. Okay. Da ist er. Da ist er. Ja. Geben wir auf. Denn diese Special-Waffen, die würde ich mir gerne... Na, diese beiden hier, die würde ich auch gerne sparen. Er ist aber besser ausgerüstet mit dem Teil. Der macht ganz schön Wurms. Das ist meine normale Hauptwaffe und damit kleine Hauptwaffe. Ja. Was macht man denn da jetzt? Was soll man da tun? Oh. Was soll man da jetzt machen?
kann ihn ja erstmal mitnehmen und gucken, dass er ganz schön viel Platz wegnimmt. Yay. Toll. Mann. Geh mal erstmal hier hoch und dann will ich mal gucken. Dann kann ich mal gucken, ob ich so hier hinkriege. Oh, können wir ja erstmal mitnehmen. Na, kann man ja erstmal gucken. Ist ja noch alles nicht fest. So. Dazu müssen wir natürlich die Moon nehmen und der sortiert mir das dann hier wieder fest. Komm! Wie sieht denn der jetzt aus? Auf der 8. Ist schon cool. Befürchte, dass wir den noch hier brauchen werden. Also befürchte ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den ganz schön hart verwenden werden müssen. Sturmgewehr, das geht hier schon wieder los. Wir kriegen hier wieder en masse Munition etc. pp. Hier muss gleich irgendwas passieren. Also geh jetzt mal. Au! Hat bestimmt weh. Ist noch irgendwas drin? Nee, ne? Was? Hüpfen wir weiter. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Mit dir bist du kaputt. Nee, du bist noch gar nicht da. Das hat hier so. Oh. Ich hab's gesehen noch. Scheiße. So, wo bin ich jetzt? Okay, ich könnte. Hä? Wo bin ich denn? Na gut, okay. Wo würdest du mich hinbringen? Wenn du mich schon auf eine andere Etage bringst? Was passiert, wenn ich das damit mache? Explodiert die dann auch? Ja, tut sie. So, ich gehe erstmal runter. Ich glaube, nämlich hier muss, geht das weiter. Und das finde ich doof. Ah. Fucking mean, ey. Okay, hier würde das auch gehen. Wo bin ich denn jetzt? So. Hier ist nix. Wir den Raum hier noch haben. So. Oh Gott. Ah. Krank sein und let's playen. Die Stimme wird immer besser. Von Folge zu Folge wird es immer besser. Ah, Mann. Aber was soll's. Die Folgen müssen kommen. Und wenn ich das jetzt in einem Rutsch mache, dann habe ich die Tage mehr Zeit, um mich auszukurieren. Na? Ergibt doch Sinn, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Wow, wow, wow. Schnell. Wir sind zuerst da. Zugriff gewährt. Öffnen. Okay. Dafür habe ich jetzt den Aufriss hier. Oh, nee, was ist das denn? Dafür habe ich jetzt den Aufriss hier gemacht. Oh, Leute, im Ernst? Das hätte ich mir auch sparen können. Jetzt ist aber die Frage. Der würde mich jetzt direkt eine Etage hochführen. Dann wäre ich hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo mich der andere hinbringt, aber ich gehe den Weg jetzt mal. So, ich gehe erstmal den Weg. Ich kann mir vorstellen, dass er mich eigentlich so ziemlich ans ähnliche Ende bringt. Nur halt versteckt da. Und ich habe mir sagen lassen, versteckt ist in diesem Spiel gar nicht so schlecht. Vielleicht wäre ich auch genau in diesen Wuffi da reingelaufen. Oh nö! Nicht im Ernst! Och, ihr könnt mich alle! Och, Mann! Es ist doch nicht wahr. Es ist zum Kotze-Kotzen. Zum Mäusekotzen. Es ist zum Mäusekotzen. Oh! Grrr. Die Spiel verarscht mich. Ich werde nur verarscht. Durchgängig. Lasergewehrbatterie. Geil! Hat zum Nachladen gefunden. Für die guten Waffen. So. Spiel verarscht mich. Dann bin ich ins Loch gefallen. Das Spiel verarscht mich und dann bin ich ins Loch gefallen. Deswegen bin ich heute zu spät. Entschuldigung. Oh.
Ich will erst mal gucken hier. Okay. Deswegen konnten wir hier nicht durch. Alles klar, habe ich verstanden. Klingt auch ganz logisch. Ich habe den Alarm nicht ausgelöst diesmal. Vor allen Dingen, die ganze Zeit ist dieser komische Wuffi da nicht an, ne? Aber gleich, wenn ich hier langlaufe, dann wird er angeschaltet. Es muss so sein. So. Was würde denn jetzt Ziel sagen? Unser Ziel hier? Warte mal. Okay. Abriegel manuell der Station weiter nach unten zu kommen. Dazu muss oben die Zentralsteuerung ist auf dem... Boah, ich das jetzt schon? Wo würde der mich denn hinbringen? Der würde mich nach ganz oben bringen. Alter. Wie es hier auch abgeht. Nee, pass auf, dann laufe ich erstmal hier lang. Profi? Aber ich glaube, das ist gar nicht doof. Pass mal auf, ich glaube, ich habe nämlich voll die Idee. Was? Die... Schön bunt hier und pink. Ich glaube, das soll rot sein, aber das ist irgendwie ein bisschen pink. So, der Würfel da, ne? Die werden nämlich in Würfeln geliefert. Das ist nämlich, glaube ich, auch einer von den ganz Großen, oder? Oder von diesen Mittelgroßen. Na, nicht die kleinen Wuffis, sondern schon größer. Hacken. So, Hacken. Trinke ich mal einen Schluck aus meinem Getränk dabei. Was im Ernst? So. Nimm den. Nimm den. So, komm. Und den nimmst du jetzt auch noch dazu. Zugriff verweigert. Fuck off! Ach, im Ernst? Ah! Nee! Bitte? Scheiße! Ach, Gott sei Dank... Oh. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hab gedacht, der schnetzelt uns. So. Vor allen Dingen habe ich den Rotz dabei verschwendet. Das nervt mich dabei so mit am meisten. Das ist doch Arsch, ist das doch. Komm, den hier mit. So, komm, den nimmst du jetzt. Hier Stufe 1. Zugriff gewährt. Danke. Mann. Oh. Deaktivieren, geh meine Würfel. Geht er nicht. Dann Gegner. Dann bist du jetzt mein Buddy. Ist was? Was ist denn das da? Ah, toll. Nö. So. Hey, Buddy. Oh, ist das nicht knuffig? Jetzt haben wir auch, glaube ich, das erste Mal die Chance, uns den richtig mal anzusehen. Schön cool eigentlich, ne? Und das kompakt im Würfel. Aber was für ein fetter Würfel. Ja, der wird sich nicht mit ärgern, ne? So ein Ding wird sie nicht anlegen. Wuffi! Bin ins Feuer gelaufen, deswegen tat das so weh. Hammer? Machen wir mal so. Mann. Los, komm. Na, komm. Los, Wuffi! Lauf! Los, Wuffi! Wirf mich nicht ab, Wuffi! Spacken! So, auf die Seite wollte ich hier auch nochmal kurz rauf und gucken, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Wo führt mich der Weg denn da gleich wieder hin? Der führt mich doch dann bestimmt hier hinten hin, oder?
Nee, tut er nicht. What the fuck? Wo sind wir? Ich will... Wo sind wir? Wir konnten hier nicht noch höher. Nur mit dem Aufzug, glaube ich. Den Weg irgendwie. Jetzt Richard, hier. Das Sendezentrum von Panchaya befindet sich in der Basis der Station, in der Nähe des Meeresgrundes. Stimmt das? Ja, aber durch die Abriegelung wurden sämtliche Schutztüren verschlossen. Sie kommen da nur runter, wenn Sie sie manuell öffnen. Und zwar oben im Turm. Alles klar. Deine Soundqualität wurde immer besser. Okay, hier komme ich irgendwie noch mit runter. Super. Ich will nur hier einmal gucken, nicht, dass wir hier irgendwas Wichtiges übersehen. Vielleicht ein Praxiskit. Raketen. Okay. Praxiskit hätte ich mir gewünscht. Schrotflinte. Patronen. Was ist das da? Granatwerfer, ja. Ach, wahrscheinlich hätten wir... Ah, wir hätten eventuell das Viech hier kapeistern müssen. Deswegen wäre das doof gewesen. Und wo sind wir denn jetzt? Wo denn jetzt? Wow. Buffy. Buffy. Erschreck mich nicht immer so, du Kleiner. Tu nicht gut. Praxispunkt. Weihreisender. Ha. Direkt ausgeben. Ich weiß nicht, wofür. Hier. Nee. Da. Ah. Ja. Ja. Gut. Okay, da hätten wir vor dem Teil ausweichen können. Aber wirklich viel bringt das auch. Munitionskoffer. Ja, sehr schön. Kann man mal mitnehmen, ja. Du darfst mal nachladen. Gehen wir da lang. Erstmal nochmal. Oh, ich weiß, wo wir da langkommen. Alles klar. Dieses Gespräch wurde automatisch. Okay. Lalala. Das ist keine Übung. Okay. Gut, also ich denke mal... wir haben hier alles, oder? Ach, hier kam ich nicht rein, genau. Buffy, wenn du hier was siehst, ne? Dann hol das... Ne? Fang die Knochen. Fang das Bällchen. Ist echt übel. Hier jetzt? Achso. Alles klar, ich habe hier langsam Orientierung. Genau. Jetzt könnten wir das mit dem Aufzug versuchen oder wir gehen hier hinten lang. Und ich glaube, hier hinten lang war das ganz schön witzig. Da wäre es ganz schön witzig. Das war aber nicht hier. War eine Etage höher. Und hier dann... Den? Nein, noch da hinten den. Genau, und hier kamen wir nämlich dann, glaube ich, hoch irgendwie, ne? Nee. Wir haben doch noch eine Treppe nach oben irgendwo gehabt, oder nicht? Also noch eine. Oder war ich jetzt, habe ich das falsch gesehen? War doch jetzt irgendwo noch eine Leiter nach oben, oder nicht? So eine voll geheime Leiter auf Doom. Och, Mensch. So groß ist das hier nicht. Wisst ihr was? Dann eben nicht. Dann nehmen wir eben den Aufzug. So. Fertig ist. Hab keine Lust mehr. Ich will hier weiterkommen. Ich will Progress machen. Ah, meine Nase wird frei. Ah. So ein schönes, erfrischendes Gefühl. Oh. Oh. Das ist cool. Das nicht. Höhen. Wo ist es? Okay. Dann können wir den aber sogar gleich nachladen. 999, glaube ich, konnte der. Oder 1000? Nee. Yeah, was? Jetzt, na, okay. Nee, 600, glaube ich, war noch. Jetzt kann er 800. Das ist auch schon mal nett. Hab ich das richtig gesehen überhaupt? Ja. Erst oben irgendwas einstellen und dann unten lang. Sollte klappen. Ha, 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 ha.
Hallo? Hallo? Nimm mich hier bitte mal raus. Irgendwie ist das ganz schön fucking weit. Habe ich gerade so das Gefühl, ich kann nicht mal springen damit. Oder kann ich hier generell nicht springen? Doch, ich kann hier springen, aber mit dem Teil kann ich nicht springen. Mir fehlen noch 46 Meter. Da hinten lebt noch jemand. Alter. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Ach, das ist ja eine Art her. Ja, fuck. What the heck ist hier? Das ist... What the fuck? Habe ich das nicht neulich noch gesagt? Wenn wir hier mal reingehen wollen und da schon jemand liegt? Oh! Mäuschen, hast du hier drin deinen Spaß gehabt oder was war los? Eieiei. Eieiei. Er ist da in dem Raum. Kühlschrank. Ach Leute, ich verirre mich hier schon wieder. So, ein Raum nach dem nächsten. Ja, wird mitgenommen. Hier. Schmerzmittel brauchten wir, glaube ich. Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So. Das hier haben wir. Hier irgendwo hockt er, glaube ich. Dann gehen wir mal kurz hier lang. So. Da hockt der, das heißt... Das, oh, das war nichts. Bitte, lass es nichts gewesen sein. Hä? Das muss aufhören! Ich halte das nicht mehr aus! Alter! Worüber sprechen wir? Ey, worüber sprechen wir hier? Oder ein Schulabschluss? Weil ich das so nicht will. Nicht. Okay, ich hör's. Okay, wir gehen spazieren. Wir gehen einfach auf die andere Seite. Ich weiß. Sprechen kann ich mit dem nicht. Okay, ich brauch einen Plan. Aber auf gute Nacht. Sicher ist sicher, bevor du für mich oder andere Leute oder für dich selbst noch eine Gefahr darstellst, weiterhin, weil das sieht mir hier auch nicht so gesund aus. Alter. Wolltest du mit ihr spazieren gehen? Echt, das wird nichts mehr. Würde ich behaupten. So. Huch. So. So. Hm, Archivierung, okay. Okay. Geben Sie im Hauptturm Deaktivierungscode. Ah! Wow, der ist ganz schön groß. Dann würde ich gerne mal wissen, welche Stufe das ist. Hm. Neuen Code, aber hier die PAs. Vorsichtig. So, alles klar. Was ist das? Plasma-Kapseln brauchen wir nicht. Bin eingesammelt, hallo? Ein! Danke. So. Irre Leute hier, das ist total krank. Das ist total krank. So, pass auf, ich nutze mal so ein Ding. Will mal alles voll haben. Weil jetzt so ein...
So ein Elkanitin-Rotz-Scheiß da, ein ganzes Ding da fett voll gefressen. Nein, Leute, ganz viel Geld für. Und das einfach mal so nebenbei rein, weil ich das gerne hätte. Schick aus ist. Die Idee von so einer Tiefseestation schockt schon. So. Herrentoilette. Gibt es hier keine Damentoilette? Oder war das hier mal die Damentoilette? Nee. Warte mal, da muss man irgendwie reinkommen. What the? Oh! Also ich hätte trotzdem gerne was sitzen können. Das ist ich muss echt erstmal auf meine Eindrücke hier irgendwie mal so ein bisschen klarkommen. Schon so ein bisschen komisch. Ah, warte, von hier komme ich da nicht rüber? Wo ist denn da der Eingang zu? Hallo, was ist das? Credit Chip? Ich bin da drüben in den Raum. Wie komme ich da drüben in den Raum? Soll ich von hier? Nee. Soll ich von hier? Nein, ich will's hacken. Ich will die Punkte. Und wir haben genug von dem Stuff, da kann ich den nochmal... Alter Finne, alter Finne. Na? Zugriff gewährt. Da hätte ich vielleicht gar nicht machen müssen, wollte ich trotzdem. So, ist hier so ein blöder... Mensch, ich will den Raum da hinten. Ach da, okay, alles klar. Ich bin zufrieden. Ich mod schon nicht mehr. Noch ein Hypostim. Stoppwurm, lohnt sich doch. Das ist cool. So... Weg. Mensch. Weg. Nuke-Virus, was ist das? Wodka, Wodka. Die haben sich ja echt verstanden, die hier wohnen, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen gucken, ne? Ja, das wissen wir. Hey, Russ. Hey, Russ. Russe? Was? Weißt du, Zugangsdaten für... Da. Hm. Toll, das war der von unten. Vorhin. Wow. Laut? Was das? Ah. Aha. Bis auf Wuffi ist hier jetzt gerade gar nicht so viel passiert. Und dass die so ein bisschen irre und krank sind. Welcher Raum ist das denn jetzt? Ist doch... Habe ich das gerade über... Nein, wo bin ich denn jetzt? Hier. Aber da war ich doch schon drin in dem Raum. Dann habe ich da das Hypostim liegen lassen. Oh, danke schön. Nee, das brauchen wir nicht. Okay, hier ist nichts anderes. Weiß nix. Das Kühlsystem. Geil, das können wir bestimmt auch verwenden für irgendwas Tolles. Na, komm. Im Ernst. Wirklich nicht? Wie kacke Arsch ihr einfach seid. Lass mich raus hier, Mann. So. Holen wir uns nebenan. Aus dem Herrenklo war das. Nee, der andere Raum. Holen wir uns jetzt nochmal den Hypostim. Er war doch hier, oder nicht? Ah! Hypostim. Genau. Denn, wenn ich das richtig sehe, müssen wir die Treppe hoch, ne? Und da der hier schon über seinen Klumpfuß gestolpert ist von da oben und hier tock, tock, tock gemacht hat, sage ich, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Mensch, haben wieder ein bisschen was geschafft. Leider nicht so viel, wie ich gehofft habe. Nächste Folge, hoffe ich, wird's besser. Bis dahin, liebe Leute, winke, winke, ciao und tschüss. Schnief.